Nathalie Hof jetzt neben mir. Nathalie, ich freue mich. Wir müssen ein bisschen leiser reden, weil wir hier im Media Room sind und jetzt nicht die anderen Leute nerven wollen. Ja, es ist jetzt gleich Dinner Break. Ja, du bist auch hier, aber du spielst nicht. Ja, guckst du nur deinem Freund zu oder wie sieht's aus? Nee, also nein, ich spiele nicht, weil A muss ich arbeiten und B ist es für mich profitabler zu arbeiten statt zu spielen. Tja, deswegen arbeite ich ja auch. Ne? Du musst arbeiten, das ist das Stichwort. Du hast angefangen bei der Castingshow, dann Poker Today, dann PokerStars und jetzt Sport 1. Also es wird bei Sport 1 gesendet, eigentlich ist es PokerStars. Ja, ich muss sagen, ne, das nennt man steil bergauf, aufgestiegen. Die Karriere hätte ich auch gerne. Ja, kannst ja mal versuchen. Ja. Lange Löckchen, falsche Wimpern und dann geht's los. Ach schön. Probier ich mal. Aber ich habe das ja schon mal in Sanremo probiert. Das war jetzt. Ging leider in die Hose. Du bist halt ein Mann. Ja. Das will halt keiner sehen. Du bist ein hübscher Mann, aber du bist immer noch ein Mann. Ach, das ist ja. Ach, das jetzt brauche ich gar nicht mehr zu arbeiten, Leute. Das ist ja das Lob des Tages. Deswegen bloggst du. Was hast du heute schon alles gemacht, Nathalie? Ich habe heute ein paar Leute interviewt, unter anderem Sandra Neux und Jan Heidmann. Und Opening-Links geshootet, so herzlich willkommen, bla bla bla, was ich gestern auch schon gemacht habe in Berlin. Und es war schweinekalt. Aber mir macht's Spaß und ich habe einen eigenen Make-up-Artist. Ah, kriegst du morgens dann deine Maske gemacht? Ich dusche, trockne meine Haare, setze mich dahin. Aber das machst du noch alleine alles? Das kriege ich noch hin und dann zaubert sie eine Runde. Das nenne ich mal, ne? Ich weiß nicht, ein bisschen zu viel. Ach. Du bist doch auch eine hübsche Frau. Auch eine hübsche, wer denn noch? Hast du gesagt, ich bin auch hübsch. Achso, ja. Oder nicht? Ja. Tja, ne? Spielst du was? Ja, ich spiele mit Jens Knosalla später eine Runde Billard. Aber das war's dann auch, ne? Ja, also freut mich. Also du berichtest jetzt hier für Sport 1 und PokerStars. Genau, wird dann ab Herbst im Fernsehen ausgestrahlt. Also jetzt sieht man nichts von mir, außer dieses kleine, interessante Interview. Weißt du, wie es bei deinem Freund aussieht aktuell? Ganz ehrlich? Nö. Ich hab da nicht geguckt. Es sah aus. 4.000 Chips hat er noch. Das ist solide, oder? Da kann man doch was mitmachen. 10 Big Blinds, die stellt mal rein jetzt, bis zu Dinner Break, ja? Einfacher auf jeden Fall als mit einem Big Stack, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Kann er besser mit umgehen. So. Spielst du eigentlich auch was oder darfst du das dann nicht? Ich dürfte schon, aber ich glaube, das würde ich zeitlich einfach nicht hinbekommen. Aber ich überlege auf jeden Fall, das Ladies-Event zu spielen, weil es einfach Bock macht. Weil da auch das größere Value ist, ne? Ja, genau. Alles klar. Nathalie, vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Tschüssi.